Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. So, und somit herzlich willkommen zurück bei Destiny. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein, da es jetzt wieder weitergeht. Wir gehen auf die Venus, mit dem Wohnzimmer jetzt fertig. Und jetzt geht es, wie gesagt, auf die Venus. Und ich bin mal gespannt, was der Tobi für uns zu bieten hat. Die zertrümmerte Küste. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Ja, also das schaut immer wieder geil aus, auf jeden Fall, wenn ich sowas sehe. Ich meine, ich feiere die Kulisse ja eh immer. Also von daher ist es ja an sich schon normal bei mir, weil ich es einfach nur mega geil finde. Nichts. Mir gefällt es nicht, hergeschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Wo müssen wir denn hin? Hier hin. Sparrow. Kann man rufen? Okay. Lass mal weitergehen. Das sind Gegner, die machen wir natürlich gleich weg. Schön ein paar Headshots verpassen. Außer den Kühlchen hier kann man keinen Headshots verpassen. Aber ansonsten. Nur jeden Teil. Und dich wäsche ich so weg. Und dich auch. Weg mit dir, du Gesicht. Schmeckt, würde ich mal so dezent sagen. Schmeckt nicht. Sparrow, komm her zu mir. Da ist eine Tür, da gehen wir mal rein. Vielleicht ist da eine Kiste. Nö, ist keine Kiste. Ich war schon mal auf der Venus. So weiß ich wenigstens. Muss ich hin? Ich muss hier hin. Oh, wer schreibt denn jetzt während der Aufnahme, ey, lutscht nach. Ich sagte, ich war schon mal ganz kurz auf der Venus mit meinem anderen Account. Wie schlage ich jetzt wieder? Ach so, genau, ja. Das ist mir gerade entfallen, wie ich jetzt wieder schlage. Wie gesagt, ich war schon mal kurz auf der Venus, um mir das alles mal anzuschauen. Um zu wissen, was halt so auf mich zukommt, ein bisschen, ne? Wir sind verbunden. Sparrow verfügbar. Denn. Hier steht eine Menge über Kriegs- so, die Sachen zum Sammeln. Ach, scheiße. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Und sie können sich teleportieren. Na, großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren. Bringen wir sie wieder online. So, jetzt geht's. Jetzt habe ich einen Tobi aus Versehen dazwischen gequatscht. Wie gesagt, ich war schon auf der Venus mal ganz kurz, um zu sehen, was da jetzt so abgeht. Im freien Rumlaufen-Modus. Und jetzt die neuen Gegner sind die Wrecks. Hier gibt es auch wieder so Sachen zum Einsammeln. Das sind die Geisterblüten. Hier sehen wir dann sogar schon eine, um die später mal einzutauschen. Eventuell mal schauen, wie weit wir da dann kommen. Und kommen werden, ne? Ob es denn zu legendären Ausrüstungen reicht oder nicht. Dafür ist es an sich da. Da haben wir 50 Stück von Drehmetall, Geisterblüten, Helium. Sachen gibt es ja auf dem Mond dann. Da hinten ist eine Geisterblüte, sehe ich gerade. Die Sensoren sollten sich vor uns befinden. Okay, gut, wir müssen da rein dann. Schon mal kurz zu wissen, dass wir da rein müssen. Ich habe da aber auch schon Gegner gesehen. Ja. So blind bin ich nicht. Den machen wir natürlich weg und dann. Nein, nein, da ist ein Auge. Dreht durch. Das sind, finde ich, die gefährlich. Die schlimmsten Dinger und Hexen, ne? Das sind die schlimmsten Gegner, also halt die nervigsten einfach nur. Da ist eine Kiste drin. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Ich habe es nämlich schimmern gesehen. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Die Augen und die Hexen sind mir die schlimmsten Gegner, finde ich. Also bis jetzt. Wo ich bis jetzt gesehen habe. Da geht mir einfach einer ab, ey. Wirklich, bei den Scheißteilen.
Diese Sensoren decken mehrere Kilometer ab. Ich sollte die Maschinen jetzt aufspüren können. Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Okay, auf geht's, auf geht's. Ich schaue nur da immer mal ein bisschen rum, ob wir mal Blüten finden. Wo müssen wir denn hin? Da Rinder, okay. Dann gehen wir doch mal da Rinder. Ich schaue jetzt nochmal hier rein, ob da vielleicht eine Kiste drin ist. Weil die Kisten spawnen nämlich zufällig. Das habe ich nämlich getestet mit den Kollegen. Die Kisten spawnen immer schön zufällig, genauso wie die Blüten immer schön zufällig. Ja, okay, gut, das sind wir richtig. Zufällig spawnen. Also die können immer wieder an einem anderen Ort sein. Und die Zeit ist, glaube ich, auch immer unterschiedlich, wie die spawnen. Also das kann. Wir sind umzingelt. Hat doch gerade jemand geschossen, oder nicht? Okay. Naja. Ist ja egal. Hier ist es? Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Was ist das? Wiedereinstieg eingeschränkt. Okay, jetzt geht's dann auf jeden Fall gleich los mit der Action. Ich schaue jetzt hier mal rum, ob hier vielleicht irgendwo eine Kiste rumlungert. Die, wo sich vor uns versteckt. Da drüben geht's noch rein, sehe ich gerade. Ja, richtig gesehen. Mensch, du Fuchs, ey, du Fuchs, du Kleiner. Ja, da ist nix. Kommt man denn da hoch? Ich denke mal schon. Ja, da kommt man hoch auf jeden Fall, sehe ich da vorne. Was ist das? Okay, wir machen einfach mal Toby, mach mal. Toby, oh Toby. Faszinierend. Ströme, die wohin führen? Nein, nein, nein! Es sind hier Wex. Fuck, was ist jetzt los? Hilfe! Oh, es sind Gegner. Na super, Alter. Ich werf das Ding immer so bescheiden. Wirklich. Also das sind die Wex. Für die Leute, die sie nicht kennen. Die Rex, der hat was fallen lassen, das nehme ich natürlich gleich mit. Alter, ich sterbe gleich. Muss man ein bisschen vorsichtiger machen, ein bisschen in die Deckung gehen und so. Und ein bisschen defensiver spielen, weil es kann nicht sein, dass ich dann verreck. Lächerlich. Ich breche mich weg. So, wo hat. Ah, hat er schon aufgesammelt, okay. Fuck, Alter, was jetzt? Warum kommen denn da schon wieder neue? Was soll denn das? Alter, die haben ein Schutzschild. Alter, der Sniper doch, der Pisser. Ich mach mich gleich mal weg. Den auch. Ich habe jetzt gerade gar nicht auf den Namen geschaut, wie die hießen, ne? Alter, ich bin so gut. Nein. Nein. Wie viele Wellen sind das? Warum steht da nichts mit Wellen? Alter, du blöder Sniper-Pisser. Alter, was bist denn du da? Minotaurus. Was ist noch so ein Sniper, Fotze? Alter! Scheiß Schutzschild. Schutzschild ist schon mal weg. So, und er auch. Hat er was fallen lassen? Nee. Alter, die tauchen ja genau bei mir auf. Geht's noch? Okay, es sind aber nur kleine anscheinend. Die laufen ja sogar noch, wenn der Kopf ab ist. Das sind ja Roboter, was kann man anders erwarten? Das haben wir aufgesammelt, eine Schrotflinte. Also nur mit Schrotflinte durchspielen wird es wahrscheinlich schwer. Ah, da ist das Snipermann. Hier sind die Hobgoblin. Geh weg. Weg. Einer fehlt noch. Ja, hab ich dich. Das tauchen die genau schon wieder bei mir auf, hey. Was ist denn los mit dir? Hab
Die sind ehrlich gesagt leider mal so schwer. Ich meine, wir sind ja zwei Level über denen. Alter, was hat denn das so geschrien? Alter, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ah, da oben sind wir, okay. Ich dachte, das ist neben mir. Scheiße, ich habe keine Munition mehr, was meinen jetzt? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich brauche Munition. Lass mal Munition fahren, du Pisser. Ihr Pisser. Da ist der, hat Munition droppen lassen. Ja, wenigstens 86. Und hier oben noch. Da kommen noch mal welche. Geht's noch? Oh, da ist ein Minotaurus dabei. Ein großer, dicker, hässlicher. Die lassen einfach keine Munition droppen. Mach mal einen Super. Alter, der schlägt mich! Der Super hat sie auf jeden Fall weggenatzt. Den einen Minotaurus zumindest. Der andere ist noch da. Wo ist er denn? Da ist er, der kleine Pisser. Das macht mich ja selber verreckt, der Scheiß. Alter, ich bin fast tot. Geh weg, 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 weg. Verpiss dich. Und ich habe nur noch 7 Schuss. Schaffe ich den mit 7 Schuss wegzumachen? Nein, nicht ganz. Aber unsere Special Attack ist ja auch noch da. Also unsere Handwaffe. Handwaffe, unser Handschlag, besser gesagt. Und die muss ich jetzt nicht gut an. Auf jeden Fall. Was sind das für Dinger? Und was kam da aus ihnen raus? Sind noch welche intakt? Ja, ja, okay, gut. Da hat es jetzt anscheinend einfach abgebrochen. Ah, Ishtar Akademie. Das ist ein, wir sind wir hier auf jeden Fall. Wir sehen es da rechts. Bücher und so. Gut gekämpft. Ah, die Schnitte. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemeint, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten. Und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht.
Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das. Puh. Wer ist denn diese Schnitte? Also, neue Bekanntschaft, die lässt uns aber immer die Drecksarbeit machen. Die schaut anscheinend immer nur zu, ob wir es gut machen oder nicht. Tja, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie in den Schwarzen Garten kommen, sodass wir den Macher der Roboter, der sogenannten Wax, zerstören. Und ja, jetzt müssen wir erstmal den Schwarzen Garten dann finden. Ich bin ja mal gespannt, ob das noch auf der Venus ist oder auf Mars dann später. Da der Mars ja dann der nächstzugängliche Planet ist. Ich meine, ich habe mich ja ein bisschen erkundigt auf jeden Fall. Aber müssen wir mal schauen. Die meisten werden es ja jetzt eh schon wissen, wie viele Planeten es gibt zu dem Zeitpunkt. Weil so schnell kann man ja an sich auch nicht mitmachen mit den Videos. Hat mir an sich gar keine Zeit dafür, ehrlich gesagt. Aber wir haben jetzt eine Schrotflinte bekommen und einen Helm. Da checken wir doch mal aus, was Stärke ist oder was wir halt ausrüsten könnten und was nicht. Dann gucken wir doch mal. Ah ja, genau. Ich war ja ein bisschen rumsammeln hier und habe da auch eine Kodierungsding gefunden. Scout-Gewehr, scheiße, ist keiner weg. Was haben wir hier? Automatikgewehr. Automatikgewehr 132, das kann man noch behalten, falls das andere nichts ist. Und habe natürlich auch eine Sniper gefunden. Eine neue Sniper. Können wir die alle eigentlich weghauen? Mit 101 Stärke. Das können wir auch. 52, das kommt weg. Und der Helm 64, den lassen wir auch. Alter, schaut richtig edel aus. Jetzt haben wir wenigstens den Pröpfel da oben drauf, nehmen wir auf unseren Helm. Das hat mir ja gar nicht gefallen. Was haben wir hier? Missionsgegenstand. Okay, gehen wir mal. Schauen wir mal. Ein paar Leute sind hier auf jeden Fall. Riff. Kann ich schon zum Riff? Gehen wir mal zum Riff. Die erwachten das Riff. Asteroidengürtel. Jetzt gehen wir zu den Erwachten, denke ich mal, ne? Also gehen wir schwer davon aus, zumindest. Hoffe auf jeden Fall mal, dass die uns helfen können bezüglich des Schwarzen Gartens. Denn mich würde auf jeden Fall schon mal interessieren, wer diese Wax erstellt und wer denn die letzten Gegner dann überhaupt sind. Das interessiert mich natürlich auch. Aber hier ist der Asteroidengürtel, hat man auch jetzt alles her? Gerade gesehen. Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Alles kaputt. Die überlebt. Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? Die haben coole Raumschiffe, Alter. Ich möchte auch so ein cooles Raumschiff haben wie die. So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht.
Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Gefallene! Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung, Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Das ist gut. Warum nicht? Wir machen euch einen Schlüssel. Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vextorlords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vexkopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder stirbt auf der Venus. Egal. Okay, das war's. Das war der Riff. Ist da jetzt dann nichts mehr irgendwie zum Ballern oder was? Ne, ich höre einen Orbit. Da ist der Orbit auf jeden Fall. Also ist nichts zum Schießen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall vom Torlord einen Kopf bringen. Und das auf der Venus. Jetzt müssen wir dann nochmal schauen, welche Mission das wäre. Dann das Archiv, das ist Patrouille. Ist da Kollektiv. Entwirre die Geheimnisse der Vex, indem du alle Forschungsstationen des Ishtar-Kollektivs reaktivierst. Achso, okay. Rüstungsupdate und hier nur EP-Bonus. Ja, okay, das schaffen wir aber jetzt dann eh nicht mehr in diese Folge. Das packen wir dann in die nächste Folge. Ich hoffe, ihr wart wieder gut dabei beim Anschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.